Wenn wir eine Kultur der Verbundenheit und des über sich hinauswachsens schaffen wollen, dann dürfen wir nicht mehr über Recruiting sprechen. Recruiting kommt aus dem Militär. Ja, da ging es um eine Truppenstärke. Da ging es nicht um den Einzelnen. Auch im Industriezeitalter hatte das Wort Recruiting diese Bedeutung des Ausselektierens. Die Maschinen waren der große Wachstumstreiber und man hat Mitarbeiter vor die Maschinen gesetzt. Die mussten im Akkordlohn schuften und wer nicht funktioniert hatte, wurde ersetzt. Das hat auch deswegen gut funktioniert, weil es ja sehr, sehr viele Bewerber und Bewerberinnen gab, Arbeitssuchende, und man konnte entsprechend aussuchen. Wenn wir aber heute schauen, brauchen wir nicht Mitarbeiter, die nur mehr funktionieren, sondern in Wirklichkeit wollen wir Mitarbeiter, die wertschätzend sind, die agil sind, die Eigenverantwortung übernehmen, die in komplexen Zusammenhängen denken können. Und natürlich im Dienstleistungsbetrieb sollen sie auch noch freundlich sein. So, und das alles kann man für Geld nicht kaufen, sondern das macht jemand nur, wenn es ihm gut geht im Unternehmen. Und deswegen müssten wir von Inviting statt Recruiting sprechen. Also wir müssen Einladende sein, nicht Menschen, die irgendeine Stelle zu vergeben haben, sondern Menschen, die Lust haben auf andere, die neugierig sind, die ins Gespräch kommen wollen. Und diese Wörter drücken sehr viel aus. Die drücken aus, wie wir drauf gucken, welche Einstellungen wir dazu haben. Aber Wörtern verändern auch. Deswegen lasst uns über Inviting sprechen. Inviting macht man nicht wegen des Fachkräftemangels. Inviting macht man nicht wegen der schlechten Wirtschaftlichkeit, sondern Inviting ist eine Haltung. Das ist eine innere Überzeugung. Und genau darum geht es.